99 Luftballons mit Ian. Hallo und herzlich willkommen bei Unicorn. So, Kameras laufen. Ich begrüße euch und möchte direkt einen Appell loswerden, und zwar share, teilen, liken, abonnieren, einen Kommentar da lassen. Auch gerne auf Instagram vorbeigucken, da wird dieses Video auch nochmal zur Verfügung gestellt für alle, die kein YouTube haben, wer auch immer das sein soll. Und dann legen wir doch direkt mal los mit dem, was ich euch heute mitgebracht habe. Und ich habe es... Guckt euch diese traumhaft schöne Fräse doch einmal genau an. Also, ich habe hier eine Fräse von 99 Nails und zwar ein etwas besonderes Exemplar. Es ist eine akkubetriebene Wireless Charging Premium Fräse. Ein sehr interessantes Produkt, wie ich finde. Und da es von 99 Nails mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, ist das auch eine richtige Produktplatzierung. Ich werde euch aber nichtsdestotrotz genau sagen, was das Ding kann, ob es gut ist, ob es schlecht ist. Dieses Gerät bekommt ihr für 129 Euro im Online-Shop von 99 Nails. So, das soll es aber nicht gewesen sein. Es kommen aber auch noch ein paar Fräsköpfe, die wir auch noch mal testen wollen. Drei Stück in der Anzahl. Ich würde sie mal meine Lieblingsfräsköpfe nennen, die ich euch auch wärmstens empfehlen würde. Genau, die testen wir nachher auch nochmal durch. Und ich sag euch, wofür ihr welchen am besten verwendet. Genau, das wird aber nicht nur ein Frästest, sondern auch noch ein kleines, wie feile ich Gel vom Naturnagel richtig ab Video. Genau. Franzi hat von 99 Nails auch noch Farben drauf. Genau, ich hatte damals schon mal ein Video zu 99 Nails gemacht. Da war ich eigentlich positiv überrascht von den Produkten. Also der Lack ist immer noch bei uns in Verwendung, beziehungsweise nicht der Lack, der UV-Gel-Nagellack, also der Shell-Lack. Genau wie die UV-Lampe, die LED-UV-Lampe funktioniert auch noch. Also falls ihr mal was zu dem Langzeittest wissen wollt, dann habt ihr das jetzt auch erfahren. Funktioniert alles noch. So, genau. Wir fangen an mit dem kurzen Unboxing. Ich zeige euch erstmal, was in dieser Box so alles drin ist, was ihr für 129 Euro bekommt. Und dann geht's ab zum Abfräsen. So, und dann gucken wir auch doch direkt mal rein. Ich muss inzwischen immer mal gucken, ob auch alles im Bild ist. Was ich immer sehr wichtig bei einer Fräse finde, ist, dass sie laufruhig ist, also dass der Kopf nicht schwingt. Ganz wichtig, denn das ist sehr unangenehm für die Kunden oder für euch, wen auch immer ihr damit bearbeiten wollt. Das ist wichtig, dann natürlich auch, wie sie in der Hand liegt, ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch, wie viel Bums das Ganze hat. Das heißt, wie stark ist sie, kann sie wirklich einen Gelnagel abfräsen oder einen Acrylnagel? Genau, der Sache gehen wir heute mal auf den Grund. So, ein Säckchen mit Inhalt Fräse, beziehungsweise das Akkuteil mit den ganzen An- und Ausschaltern, Umschaltern. Das Gerät hat Vor- und Rücklauf, ganz wichtig für Links- und Rechtshänder. Und natürlich stufenlos einstellbar, hier von 0 bis 30, stufenlos einstellbare Regelung. Anschlüsse sehen wir hier einmal für die Fräse. So sieht man es besser. Für die Fräse oder hier in die Kamera für die Fräse. Und hier haben wir auch nochmal ein Input für Strom. Genau. Hier haben wir nochmal einen Clip, falls ihr euch das Ganze stylisch an den Gürtel hängen wollt. Ist natürlich auch sehr wichtig. Und hier, ganz wichtig, hier muss nachher die Wireless Charging Station drunter liegen. Denn nur hier wird es geladen. So, next one. Und zwar eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Stück. So, weg damit. Der Fräskopf oder beziehungsweise der Motor.
Ja, das sieht mir verdammt ähnlich nach Promade aus. Hat schon mal ein schönes Gewicht. Liegt gut in der Hand, genau wie Promade. Ja, finde ich schon mal gut. So, dann haben wir hier die Wireless Charging Station. Ist ja momentan total ein Trend, auch seine Handys mit Wireless Charging aufzuladen. Genau, also so eine handelsübliche Wireless Charging Station. Genau, dann haben wir hier noch ein USB, Micro-USB-Kabel. Ich sehe jetzt hier kein Netzteil, aber ich denke, da hält es 99 Nails so, genau wie Apple. Die packen auch kein Netzteil mehr dabei, um die Umwelt zu schonen. Aber ich denke, jeder wird so einen USB-Anschluss haben. Ansonsten könnt ihr das ist USB, ganz normaler USB, könnt ihr das natürlich auch super, falls ihr wirklich mobil unterwegs seid, an eine Powerbank anschließen. Ne? Falls ihr mobil unterwegs seid mit diesem Gerät und euch tatsächlich mal der Akku leer gehen sollte, das testen wir übrigens nachher auch mal, wie lange der Akku hält, euch der Akku leer gehen sollte, einfach eine Powerbank oder in eurem Auto, die meisten Autos haben ja auch schon USB, anschließen und dann könnt ihr das Ding wieder aufladen. So, hier noch ein Handstückhalter und eine kleine Anleitung. Ja. Das zum groben Inhalt. Fräsköpfe zeige ich euch auch mal ganz kurz. Hier habe ich zwei relativ gleiche Fräsköpfe mir bestellt. Die benutze ich immer sehr gerne zum Abfräsen. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und hier einen mit einer geraden Seite, wozu der am besten dient, sage ich euch auch gleich noch. So, ich werde mir jetzt diese Anleitung zu Gemüte führen, auswendig lernen und dann baue ich das Ding mal zusammen. Bis gleich. So, zusammengebaut ist es. Es war nicht sonderlich schwierig. Hier die Fräse rein und schon ist das Ding eigentlich schon startbereit. War sogar schon ein bisschen Akku drauf. Ihr seht, sie läuft schon, oder ihr hört es besser gesagt. Sie ist auch relativ ruhig, muss ich sagen. Aber die richtige Lautstärke kommt natürlich erst beim Abfräsen. Genau. Vor- und Rücklauf, auch ganz wichtig für Links- und Rechtshänder, habe ich ja schon mal gesagt. Und dann fangen wir doch mal damit an, wozu kann man so eine Fräse eigentlich gebrauchen? Hauptsächlich zum Gel entfernen oder Acryl entfernen. Dann könnt ihr natürlich auch noch die Nagelhaut mit so einer Fräse wunderbar bearbeiten. Nagelhaut, Hornhaut. Mit einem Diamantschleifkopf geht das wunderbar. Genau, und man kann den Gelnagel oder Acrylnagel damit natürlich auch nachfeilen. Falls euch das Gel mal verrutscht ist oder so, dann könnt ihr das damit super machen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar ist das, wie setzt ihr den Fräsbit eigentlich richtig ein? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass da einige Probleme mit haben. Daher zeige ich das mal ganz kurz. So, ihr dreht hier, nicht hier, sondern hier, eher mittig, an diesem Gerät oder an diesem Teil. Könnt dann diesen Bit rausnehmen, sind übrigens Standard-Bits, also da passt jeder handelsübliche Bit drauf. Und dann nehmt ihr euch einfach euren Bit der Wahl und steckt ihn rein und das Ganze dann wieder rückwärts. Also das hier ist zum Festmachen des Bits da. Ganz wichtig, einmal bis es klackt, dann könnt ihr ihn rausnehmen und das Ganze wieder rückwärts und schon ist das Ding bombenfest. So, das zum Fräsbit einsetzen. Ich hoffe, es hat jetzt jeder verstanden, wie das Ganze funktioniert und dann geht es direkt weiter. Und zwar mit der richtigen Handhabung. Ich fange mal bei den Anfängern an. Anfänger sollten auf jeden Fall sich einen mittelstarken Bit raussuchen. Das hier sind mittelstarke Bits. Es ist kein Acrylbit, die sind immer noch ein bisschen gröber. Nehmt nicht den gröbsten Bit, den ihr findet. Das gilt jetzt für Anfänger.
denn ihr solltet euch wirklich langsam rantesten. Auch nicht voll aufdrehen das Ganze. Diese Fräse schafft 35.000 Umdrehungen. Fangt wirklich erstmal so mit 20, vielleicht sogar 15 an, um erstmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das Ganze funktioniert. Bei Nagelhaut generell nicht voll aufdrehen, wenn ihr das machen wollt. Und auch beim Nachfräsen nicht unbedingt voll aufdrehen. Da wirklich sanft und vorsichtig arbeiten. Genau, Anfänger sollten sich erstmal an das Gefühl gewöhnen, an das Gewicht, an die Handhabung, wie schnell frisst sich dieser Fräsbit in das Gel rein. Denn bei sehr groben Fräsbits kann es wirklich sein, dass der sich reinfrisst und festhakt. Und da könnt ihr schnell mal den Naturnagel kaputt machen. Ganz, ganz wichtig. Genau, zum genauen Fräsen kommen wir gleich nochmal, wenn Franzi dann gleich hier unten erscheint. Und genau, ich persönlich, wenn ihr mich fragt, ich habe es gern so grob wie möglich. Für mich kann Fräskopf nicht, Fräsbit nicht grob genug sein. Ich möchte das Zeug schnell runter haben, aber ich arbeite auch schon ein paar Jahre mit Fräsen. Ich behaupte mal, ich habe da ein bisschen Erfahrung und ja, wie gesagt, für mich kann es nicht schnell genug gehen. Genauso von der Geschwindigkeit her, ich drehe mir das Ding immer voll auf und dann rubbel ich das Zeug runter. Aber wie gesagt, Anfänger sollten da erstmal vorsichtig mit sein. Genau, nächstes Thema. Vor dem Fräsen solltet ihr auf jeden Fall, das ist jetzt, ich sag mal, ein Profi-Tipp, Nagellack entfernen. Falls der Kunde oder ihr Nagellack auf euren Nägeln habt, und ich rede wirklich von Nagellack, ich rede nicht von Shellack, ich rede von normalen Drogerie-Nagellack, den ihr auch mit Nagellackentferner entfernen könnt, drauf habt, den auf jeden Fall abmachen. Denn wenn ihr das mit einer Fräse abfräst, verflüssigt dieser Nagellack wieder durch die Hitze, die entsteht beim Fräsen oder durch die Wärme. Und dadurch verstopft euch hier dieser Kopf. Das ist eine Riesensauerei. Ihr kriegt es sauschwer wieder aus dem Fräskopf raus, egal ob Klarlack, farbiger Lack, egal. Deshalb auf jeden Fall immer Nagellack entfernen, sonst saut ihr euch den Fräskopf zu. Und es wird zudem auch extrem heiß auf den Nagel. Denn wenn dieser Fräskopf sich zusetzt, entsteht eine enorme Hitze auf dem Gelnagel. Und das wird nicht angenehm für die Kunden sein. Deswegen, selbst wenn ihr es eilig habt und ein Kunden auf euch wartet. Ey, du sag mal, jetzt gib doch endlich mal ein bisschen Gas. Ich habe gleich noch ein Date mit Kevin und der wartet nicht so gerne. Also nicht so viel labern, mehr arbeiten. Auf jeden Fall vorher den Nagellack entfernen, denn es ist ein absoluter Timesaver. Ihr habt mehr Arbeit damit, den Fräskopf sauber zu kriegen, als mal eben den Nagellack abzumachen. Genau. So, dann kommen wir auch mal direkt zur richtigen Drehrichtung. Rechtshänder sollten die Fräse links rumdrehen lassen und Linkshänder sollten die Fräse rechts rumdrehen lassen. Ganz wichtig, denn wenn ihr es andersrum macht, rutscht euch die Fräse Richtung Nagelhaut und dadurch könnt ihr auch gerne mal den Kunden an der Nagelhaut oder an der Haut generell verletzen. Genau, richtige Drehrichtung beachten. Dann kann es auch nicht schaden, wenn ihr schon mal checkt, wo Luft unterm Nagel ist. Falls sich Luft unterm Gel gebildet hat, nach 3-4 Wochen, dann auf jeden Fall mal checken, wo ist eigentlich Luft unterm Nagel. Denn wenn sich der Fräskopf an diesem lockeren Nagel verfängt, dann kann es schnell mal passieren, dass er unkontrolliert reagiert oder dass ihr ein bisschen wegrutscht mit der Fräse und da erschreckt nicht nur ihr euch, sondern auch eure Kunden und daher würde ich vorher schon mal checken, wo ist Luft, wo könnte Luft sein und da seid ihr auf der sicheren Seite und seid dann nicht erschrocken, wenn plötzlich euch was entgegenfliegt. Als nächstes kommen wir doch direkt mal zu den Fräsköpfen, 3 Stück an der Zahl, wobei 2 relativ identisch sind. Genau, der ist ein bisschen flacher und der ist ein bisschen gewölbter. Genau, die gewölbten benutze ich immer ganz gerne zum Abfräsen des Gels, weil durch diese Wölbung frisst sich der Fräsbit besser ins Gel rein und es entsteht nicht so viel Hitze. Genau, zudem werden generell die Fräsköpfe nach zur Spitze hin immer ein bisschen feiner.
Das ist deshalb ganz gut, weil wenn ihr irgendwie an der Haut so ein bisschen fräst, ist die Gefahr geringer, dass ihr jemanden verletzt oder beziehungsweise auf den Naturnagel zu viel abtragt. Genau. So, also die beiden sind zum Abfräsen echt super geeignet. Kommen wir zum nächsten Fräsbit, und zwar der hier. Ich mache mal einen weißen Hintergrund, weil der ist relativ dunkel, so sieht man ihn besser. Der hier ist gerade und relativ spitz nach vorne. Warum habe ich den gewählt? Den kann ich für zwei Dinge benutzen. Einmal zum Nachfeilen des Gelnagels. Dadurch, dass das hier gerade ist, eignet der sich besonders gut zum Nachfeilen. Denn im Vergleich zu so einem gewölbten kriegt ihr keine schöne, gerade glatte Oberfläche hin. Durch diese Wölbung funktioniert das einfach nicht. Daher nutzt zum Nachfräsen immer einen geraden Bit. Egal, ob er jetzt so konisch zuläuft oder ein richtiger Zylinder ist. Ich würde euch empfehlen, immer einen geraden zu nehmen. Genau, auch der hier läuft zur Spitze oben feiner zu. Und wofür ich den auch noch nutze, ist, wenn ich zum Beispiel eine Schablonverlängerung gemacht habe und unter dem Nagel hat sich so eine kleine Kante gebildet oder irgendwie sowas, dass das Gel da runtergelaufen ist. Damit könnt ihr mit dem das super entfernen, weil er halt schön spitz an der Spitze ist. Ist halt schön spitz. Genau. So, Freunde. Einmal bitte bücken. Nein, Spaß beiseite. So, ganz wichtig, Safety first, Mundschutz, Absaugung habe ich leider keine, muss ich mir nochmal zulegen. Und ganz wichtig, wo habe ich sie? Da habe ich sie. Eine Schutzbrille. Auch ganz, ganz wichtig. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft mir schon Gelstückchen ins Auge geflogen sind, bis ich endlich daraus gelernt habe und mir eine Schutzbrille zugelegt habe. Also, bitte die volle Montur anlegen. Mundschutz auch gleich. Und dann starten wir mal mit dem Abfräsen der Nägel. Los geht's. Erstmal ist es ganz wichtig, dass ihr den Finger vernünftig festhaltet. Richtig schön zupacken, damit er euch nicht wegrutschen kann oder ähnliches. Genau. Zudem auch die Fräse richtig schön festhalten, also nicht so larifari, damit ihr auch eine schöne Kontrolle über die Fräse habt. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr keine langsamen Bewegungen auf dem Nagel macht. Genauso wenig wie fest auf dem Gelnagel mit dem Bit aufdrücken. Ganz, ganz wichtig, denn so entsteht Hitze auf dem Nagel und irgendwann springt euch der Kunde mit dem nackten Po ins Gesicht. Also den Fräsbit mit kurzen, schnellen Bewegungen über den Gelnagel führen und dabei sanft aufdrücken. Nicht zu fest, denn wie gesagt, sonst entsteht zu viel Hitze. Dann ist es natürlich auch wichtig, den Fräskopf richtig zu halten für die jeweilige Position, wo ihr gerade fräst. Wie hier zum Beispiel an der Nagelhaut. In diesem Beispiel habe ich mit roter Farbe mal die Luft simuliert, da ich bei Franzi jetzt keine großartige Luft unterm Nagel bzw. unterm Gel gefunden habe. Ihr solltet in so einem Fall dort anfangen zu fräsen, wo die Luft unter dem Gel aufhört. Ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr auf der anderen Seite anfangt, dann kann euch das Ganze schnell mal entgegenkommen und die Kundin kann sich erschrecken, der Fräsbit kann sich verhaken. Viele Dinge, die ihr vermeiden könnt, deshalb fangt lieber da an, wo die Luft unter dem Gel aufhört. Und den Rest könnt ihr dann ganz bequem mit einem Tool eurer Wahl abknibbeln. Und das war es eigentlich auch schon grob mit den Dingen, die ihr beim Abfräsen des Gels beachten solltet. Für Anfänger nochmal, ich möchte es nochmal betonen, bitte fangt mit einer geringen Drehzahl an, um erstmal Gefühl dafür zu bekommen und kauft euch nicht den gröbsten Bit, den ihr findet. Generell gilt auch für Fortgeschrittene nur 90-95% des Gels abfräsen, den Rest machen wir dann mit der Feile.
Dann kommen wir nochmal kurz zur Reinigung des Bits. Dafür gibt es so kleine Bürsten. Damit kriegt ihr den Bit richtig schön wieder sauber, befreit ihn von Staub oder irgendwelchen Dingen, die sich reingesetzt haben. Also kauft euch so eine kleine Bürste. Und während ich jetzt weiter mit der Feile arbeite, gucken wir doch einfach mal, wie schnell der Akku leer geht und wie schnell das Ganze auch wieder auflädt. Ich habe das Ding jetzt 3 Stunden laufen gehabt auf volle Möhre und ich habe dann aufgegeben. Wer sich damit auskennt, es ist ein 4000 mAh Akku drin und die Use Time laut Anleitung beträgt 6 bis 8 Stunden. Ideal. Laut Packungsbeschreibung gibt es auf jeden Fall eine Schnellladefunktion. Freunde, kommen wir zum Fazit. Ich finde sie gut. Muss ich wirklich sagen, die Ähnlichkeit zu ProMed mit dem Fräskopf verwundert mich sehr. Es fühlt sich genauso an. Also wirklich, Qualität ist top. Was mich persönlich ein bisschen gestört hat, aber das liegt daran, dass ich es hier am Tisch mache, ist natürlich, dass das Ding hier liegt und sich so ein bisschen hin und her bewegt, weil es halt keine feste Position hat. Wie so eine normale Standardfräse, die einfach auf dem Tisch steht. Das Ding liegt natürlich hier so ein bisschen rum und ist natürlich auch relativ leicht, was natürlich auch gut ist, wenn man mobil arbeitet. Dadurch rutscht es gerne mal auf dem Tisch ein bisschen hin und her. Aber für Leute, die wirklich mobil unterwegs sind, ist das top. Ihr könnt euch das an den Gürtel hängen, beim Kunden zu Hause die Füße bearbeiten, die Hornhaut bearbeiten, den Nagel bearbeiten. Also ihr seid da wirklich gut mit aufgestellt. Noch ein kleines Detail, was ich an Fehlern gemacht habe. Ich habe zum Beispiel die Station falsch beim ersten Mal auf die Platte gelegt, beziehungsweise auf die Wireless Charging Station. Ich habe die so ein bisschen falsch aufgelegt und dadurch hat sie nicht geladen. Also da müsst ihr darauf achten, wenn ihr euch das Gerät zulegt, dass die wirklich perfekt drauf liegt. Seht ihr dann auch am Display, dass das Gerät dann lädt. Genau, Fräsköpfe sind auch gut, sind mittelstarke Fräsbits. Für mich ein bisschen zu schwach. Ich habe es gerne ein bisschen gröber, habe ich ja schon mal erzählt. Aber für Anfänger oder Leute, die es nicht ganz so grob mögen, sind die auch sehr gut. Vor allem mit der Beschichtung, die sollen sehr lange halten, sehr lange Haltbarkeit haben. Und genau. Langzeittest kann ich euch natürlich nichts dazu sagen. Falls ihr diese Fräse zu Hause habt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Also ich werde sie jetzt in meinem kleinen Studio hier auch noch weiter benutzen. Definitiv. Und das Ganze noch ein bisschen auf Dauer testen. Ich habe hier natürlich kein richtiges Studio mehr, wo jeden Tag 8 Leute reinkommen. Daher, falls ihr Erfahrung mit diesem Gerät habt, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr genauso zufrieden seid wie ich. Genau, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein wenig weitergebracht, informiert und die Entscheidung auch abgenommen, welche Fräse ihr euch zulegen wollt. Genau, share, teilen, liken, abonnieren, Kommentar da lassen, auf Instagram unbedingt vorbeigucken, da geht immer voll krasser Scheiß ab. Ich werde auf Instagram übrigens auch noch, beziehungsweise habe ich jetzt schon, immer wieder Feedback geben zu euren Nägeln, da kommen jederzeit, neue Nägel von euch rein, neue Bilder und da gebe ich dann auch immer regelmäßiges Feedback, solange es meine Zeit zulässt. So, das soll es gewesen sein, ich hoffe zu labern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.